Meine Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 unserer Tagesordnung, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Abkommen zur dritten Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik, Drucksache 19/4880. Zur Einbringung erteile ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf heute den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Abkommen zur dritten Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik in den Hessischen Landtag einbringen. Was gibt es denn da zu lachen? Offensichtlich. Ja, ich muss wohl etwas ausführen, worum es da geht. Da haben Sie sicherlich schon den ganzen Tag darauf gewartet. Mit dem Gesetzentwurf sollen die vom Deutschen Institut für Bautechnik wahrzunehmenden Aufgaben an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden. Änderungen im Aufgabenbereich des Deutschen Instituts für Bautechnik haben sich beispielsweise daraus ergeben, dass die EU-Bauproduktenrichtlinie durch die EU-Bauproduktenverordnung ersetzt worden ist. Damit, und da wird es dann für diejenigen, die bauen, sehr spannend, ist die Erteilung von europäischen technischen Zulassungen für Bauprodukte, für die es keine Normen gibt, sogenannte ungeregelte Bauprodukte, entfallen. Stattdessen sind die Eigenschaften ungeregelter Bauprodukte jetzt durch europäische technische Bewertungen nachzuweisen, die vom DIBT erteilt werden. In diesem Zusammenhang sind Produktprüfungen durch unabhängige Dritte erforderlich. Aufgabe des DIBT ist es, diese Drittstellen anzuerkennen oder zu notifizieren, wie das in der Fachsprache heißt. Die genannten Aufgaben wurden dem DIBT bereits durch das Bauproduktengesetz zugewiesen und werden vom DIBT bereits wahrgenommen. Mit den Änderungen wird das Abkommen an geltendes Recht angepasst. Ein weiterer Anlass zur Änderung des Abkommens ergab sich aus der Energieeinsparverordnung der sogenannten NEF. Gemäß NEF sind Energieausweise und Inspektionsberichte für Klimaanlagen zu registrieren und zu kontrollieren. Die NEF weist dem DIBT vorläufig die Aufgaben als Registrier- und Kontrollstelle von Energieausweisen sowie Registrierstelle für Inspektionsberichte zu. Die Aufgaben werden vom DIBT bereits wahrgenommen. Mit den Änderungen wird das Abkommen auch hier an geltendes Recht angepasst. Ich freue mich auf die Ausschussberatungen, wo wir das sicherlich noch vertiefen werden, und bin gespannt darauf, wie wir das diskutieren werden und wie es dann in der zweiten Lesung weitergeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, Herr Minister, für die Einbringung. Nachdem wir das mit Amüsement zur Kenntnis genommen haben, muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass unsere Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen vereinbart haben, heute keine Aussprache zu diesem Gesetz durchzuführen. Deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf direkt in den WVA.